Da sind wir wieder zurück und ja, Eddie, du schälst schon die ganze Zeit hier auf eine gewisse Süßspeise. Die darfst du jetzt auch haben. Ich wollte dir eigentlich vorhin schon sagen, dass wir letzte Woche ein nettes Paket bekommen haben. Und der gute, der gute Marc hat uns halt ein paar echt richtig schöne Sachen geschickt. Und da waren unter anderem diese kleinen Leckereien dabei, die wir extra für dich zurückgelassen haben. Bin ich derselbe, ne? Bitte was? Ich bin nicht derselbe, wenn ich nicht. Ja, genau, deswegen. Ich möchte ja, dass es dir gut geht, dass du hier Spaß hast, dass du das hier alles unbeschadet überstehst. Deswegen, zieh dir mal einen rein. Ich bin nicht so der Snickers-Fan, ich muss es leider sagen. Zieh dir mal einen rein und wir gucken uns derweil mal die Kinostarts der Woche an. Lord, du musst deine Post aus dem Kasten. Ach Gott, Mom, du musst klingeln, bevor du reinkommst. Aber ich habe doch einen Schlüssel. Sehr geehrter Monsieur Bellabes. Das bin ich. Hat die Leitung der Ausstellung entschieden, Sie einzuladen. Sie und Ihre Kuh Jacqueline. Willst du mich fertig machen oder was? Papa, ich rede mit dir. Wenn es um Ihren Vater geht, da bin ich nicht der Richtige. Hab ich 94 gebaut. Hab's dann aber eingerottet nach der Kernschmelze in Sektor 3. Gut, stellen Sie es hier hin. Moment mal, welche Kernschmelze? Ist das Ding auch wirklich sicher? Höchst unwahrscheinlich. Also ich habe zum Beispiel von meinem Vater gelernt, wie man eine Käsereibe benutzt. Ist das eine spezielle Käsereibe? Wir erwarten Sie zum internationalen Rinderwettbewerb. Unterschrieben von der Landwirtschaftsausstellung in Paris. Ich war noch nie in Rumänien. Ein Geschenk. Das ist eine richtig gute Käsereibe. Ich will mit jemandem Sex haben und dafür kann ich dich hier nicht gebrauchen. Aber du kannst mich trotzdem noch zum Flughafen bringen. Das Hochstück muss auch wieder runter. Oh. Keine Sorge, wird ein kontrollierter Sturzflug. Fallen, man nennt das Fallen. Tja, das waren sie, die Kinostarts in dieser Woche. Ja, ist doch für jeden was dabei. Für jeden was dabei. Ja, es ist tatsächlich so. Fangen wir mal mit dem Film an, den ich nicht gesehen habe. Den wahrscheinlich auch die wenigsten interessieren wird. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es ja doch den einen oder anderen, der den Vorgängerfilm der Regisseurin ganz gut fand oder halt auf die beteiligten Darsteller steht. Mit besten Absichten startet diese Woche und handelt von einer Mutter, dargestellt von Susan Sarandon, die nach dem Tod ihres Mannes so ein bisschen beschäftigungslos ist und Nähe und Kontakt zu ihrer Tochter sucht. Wie nennt man sowas? Helikopter-Mom? Naja. Ja, die halt, ja, egal. Also sie ist ein bisschen zu fürsorglich und ihre Tochter, die eigentlich schon quasi von New York nach L.A. gezogen ist, oder zumindest nach L.A. gezogen ist, um von ihr loszukommen, die besucht sie jetzt halt und mischt sich halt großartig in ihr Leben ein. Und ja, darum geht's. Rose Byrne ist die Tochter. Und ein sehr energiegeladener J.K. Simmons soll auch noch mit auftauchen. Guter Cast. Und soll halt den Film wie halt auch die Beziehung zwischen Mutter und Tochter ein bisschen aufmischen. Aber es ist schon vom Trailer her deutlich dialoglastig, ne? Nee, aber auch comedy-mäßig, nicht dramamäßig, ne? Es soll schon doch mehr auch Drama drin sein, als das jetzt irgendwie den Anschein drin hat. Mutter-Tochter-Drama halt, ne? Mhm. Die müssen sich irgendwie wieder annähern, beziehungsweise müssen halt irgendwie ihr beide Leben in den Griff kriegen und ist halt wohl ein sehr ausgelutschtes Thema und vor allem leider, was ich, eine Kritik habe ich gelesen, da hieß es halt, dass man Susan Sarandon, diese Helikopter-Mom, irgendwie nicht abnimmt. Mhm. Ja. Ist aber von der Regisseurin Loreen Scafaria, die auf der Suche nach einem Freund fürs Ende der Welt inszeniert hat. Das ist der mit Steve Carell, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Ach ja, und Keira Knightley. J.K. Simmons, habe ich neulich ein Foto gesehen. Für irgendeinen Film trainiert der gerade mega krass. Ja, für den Justice League-Film. Der spielt doch jetzt Jim Gordon. Also den Commissioner Gordon. Weil ich habe dir nur irgendwo ein Foto gesehen, wie er im Gym ist. Und die Oberarme, das ist beschämt. Und mega bulkt, wirklich so. Es ist echt beschämt, die Oberarme. Echt krass. Vor allem, der ist paar 60, ne? Oder 70 oder so. Also. Ja. Entschuldigung, ich musste meine Lippen benetzen. So. Der nächste Film, das ist übrigens der Film, den ich als letztes gesehen habe, der heißt Unterwegs mit Jacqueline. Nee, mit Jacqueline. Ist ein, ich weiß es nicht, französisch-algerische Koproduktion. Es geht um einen Bauern namens Fatah,
der in Algerien halt mit seiner Familie lebt und halt mit seiner Kuh Jacqueline. Ein äußerst schönes Tier. Und er hegt es und pflegt es und tut alles, damit es dieser Kuh gut geht. Und ist damit eigentlich schon so ein bisschen zur Witzfigur seines Dorfes geworden. Aber der hat wohl jahrelang irgendwie der Landwirtschaftsmesse in Paris Briefe geschrieben, damit er dort mit seiner Kuh auch auflaufen darf, um am Wettbewerb teilzunehmen für die schönste Kuh. Mhm. Und das ist jetzt eines Tages der Fall. Also die sagen halt, für ihr langjähriges Bemühen bedanken wir uns und schenken ihnen hier ein Aufenthaltsvisum und sie können gerne mit ihrer Kuh nach Paris kommen. Und das macht dann halt Fatah. Er zieht halt mit seiner Kuh los. Also so geht der Film los, darum geht's. Und wie man es sich denken kann, der Weg ist das Ziel. Es sind da sehr viele ulkige Situationen, wenn man mit der Kuh unterwegs ist, nehme ich an. Es sind ein paar ulkige Situationen damit dabei, ja. Aber es sind auch ein paar echt, also was ich an diesem Film, der tut keinem weh, ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, das ist irgendwie die Krönung der Schöpfung. Oder es ist der ultimative Mann und seine Kuh-Film. Aber da sind schon ein paar sehr schöne Momente drin. Hier zum Beispiel, kennst du ihn noch? Das ist, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, ist es der Merowinger aus Matrix Reloaded. Alter, den hätte ich jetzt nicht wiedererkannt. Ja. Okay. Der Merowinger. Da geht's halt, der heißt Wilson mit Nachnamen, Lambert Wilson, glaube ich. Er muss mit dem Typ zusammen, schreibt er einen Liebesbrief an seine Frau. Ja, und da kommen halt so ein paar kulturelle Unterschiede zustande und kriegt man in Erfahrung, die man vielleicht sonst in anderen Filmen nicht unbedingt so mitbekommt. Ja, weil der Franzose versucht die ganze Zeit, dem Algerier irgendwie davon zu überzeugen, dass er doch was Nettes seiner Frau sagen soll. Und er kriegt es halt nicht hin. Also er schafft es halt einfach nicht, weil es halt einfach nicht so üblich ist bei denen. So, ja. Von wegen sagen, wie nennen Sie denn Ihre Frau? Ich nenne sie, sagt irgendein Wort. Ja, okay, und was heißt es? Frau. Okay, dann haben sie keine liebevolle Bezeichnung oder so. Und ey, das ist ein kleiner, harmloser Film. Den werden wahrscheinlich nicht viele Menschen hierzulande gucken. Aber ich muss sagen, ich habe den gestern als Screener mit meiner Frau zusammen gesehen. Da waren ein paar echt anrührende Momente dabei. Es ist jetzt kein Film, der dich wirklich zum Heulen bringt. Nennst du deine Frau? Hä? Nennst du deine Frau? Wie ich meine Frau, ne? Das werde ich hier nicht irgendwie preisgeben. Frau, genau. Vibe. Super Vibe. Gut. Ja. Nee, aber Unterwegs mit Jacqueline kann man echt mal machen. Also wenn man den jetzt vielleicht nicht im Kino irgendwie verfolgen will, dann setzt ihn euch mal auf einen Zettel für einen gemütlichen, verregneten Sonntagnachmittag oder so. Das ist auf jeden Fall gut. Und mit der Kuh, ne? Also muss man sagen, manchmal kriegt man da Herzrasen. Mhm. So. Ich will gar nicht so schnell machen. Doch, können wir mal ein bisschen mehr Trailer gucken. Ist so viel rausgekommen heute. Also nicht heute, in der letzten Zeit, ne? Ja. Als nächstes auf der Liste der Film, auf den wir alle spitz sind wie Lumpi. Toni Erdmann. Mhm. Von Kannabräumer. Ja, naja, nicht, der hat ja nicht gewonnen. Der nee, aber hat halt nur richtig dick Applaus und Standing Ovation bekommen. Das meine ich ja. Wurde aber übergangen, also kurioserweise. Also haben auch viele Leute nicht verstanden. Von Maren Ade, so heißt die Regisseurin. Es geht um einen ehemaligen oder Musiklehrer, der ja wieder mehr Kontakt zu seiner Tochter haben möchte, die, glaube ich, gerade in Budapest verweilt, weil das halt voll die Businessfrau ist. Also die optimiert Firmen im Auftrag anderer Firmen, also optimiert sie halt Firmen und bedeutet halt, also sie entlässt halt auch Leute und keine Ahnung. Und er besucht sie halt und versucht halt irgendwie Kontakt mit ihr aufzunehmen, was halt grandios in die Hose geht. Also sie lässt ihn halt komplett abblitzen. Woraufhin er halt entschließt, okay, ich lege jetzt mein alter Ego Toni Erdmann an und zieht sich halt diese Perücke und so ein falsches Gebiss an und versucht jetzt halt seine Tochter bei jeder sich bietenden Gelegenheit irgendwie bloßzustellen oder halt darauf hinzuweisen, was sie halt für ein scheiß Leben eigentlich führt. So, das ist so der Grundgedanke. Und das geht dann halt 162 Minuten lang. Total, also es ist echt ein Filmexperiment, aber ich bin mega krass interessiert, einfach auch wegen den Schauspielern, die, glaube ich, überragend sind. Und ich habe mega Bock drauf. Und das sage ich echt selten zu einem deutschen Film, aber da habe ich echt Bock drauf. Ja, ich bin auch wirklich, ich bin nach diesen, nach den Stimmen da aus Cannes, beziehungsweise man sieht ja, da gibt es ja so einen geilen Mitschnitt aus Cannes, wie die nach der Vorführung irgendwie alle aufstehen und klatschen und die Leute auf die Bühne müssen und so. Und wie begeistert die Leute da sind. Und ich habe halt auch wirklich, ich habe Leute getroffen, die haben den in Cannes gesehen und auch mittlerweile jetzt schon in Pressevorführungen und so. Und wirklich jeder ist echt beeindruckt und begeistert. Ich habe, glaube ich, eine schlechte Kritik gelesen oder eine etwas negativere Kritik gelesen, wo es darum ging,
dass Frau Ade eigentlich einen Psychopathen so ein bisschen begünstigen würde. Also dass dieser Toni Erdmann ja eigentlich durchgeknallt ist irgendwie und dem ein bisschen zu sehr hofiert. Mhm. Ich weiß nicht, also ihn vielleicht nicht das richtige Licht rückt, sagen wir es mal so. Aber dann liest du halt wirklich, wo war es, in einem Dings habe ich gelesen, da folgen wohl gegen Ende drei der absolut besten Szenen, die man wohl seit Ewigkeiten im deutschen Kino gesehen hat und die halt auch Potenzial für Filmgeschichte haben. Weil die Darsteller müssen sich da auch wirklich, naja, die müssen sich da wirklich bis zur absolut schmerzhaften Fremdscham selbst entblößen. So. Also ich bin gespannt, ist natürlich jetzt kein Film für den Massengeschmack, aber mal einer, oder? Ich weiß auch nicht, ob das ein Film für den Massengeschmack ist, aber ich fände es geil, wenn so ein Film trotz seiner Länge, trotz seines, sage ich vielleicht mal, kammerspielartigen Umfeldes so, wenn der wirklich echt mal so ein bisschen, also zumindest im Arthouse-Kino oder in den Programmkinos länger verweilen würde, weißt du, so ein, ich weiß nicht, ziemlich beste Freunde-mäßig, der lief ja auch viel, also sehr viel länger in Programmkinos als dann in den richtig großen Cineplexen. Mhm. Also bin ich gespannt. Wann sehen wir den denn? Andi will, glaube ich, am Wochenende reingehen, ne? Mhm. Ich bin am Wochenende leider nicht da. Dann gehe ich mit Andi. Ja, okay. Dann werde ich einfach mal den Verleiher anfragen, ob sie uns nochmal einen Screener schicken. Ja, du und deine Kumpels vom Verleih. Ja. Man muss ja sehen, wo man bleibt. Ich gehe ja auch mal rein. Ja, also ich gehe dann irgendwann. Vielleicht gehe ich mit meiner Frau einfach mal rein. So. Und jetzt kommt die Fortsetzung, auf die wir alle gewartet haben. Hast du drauf gewartet? Nee. Independence Day. Wiederkehr. Nach 20 Jahren hat sich Roland Emmerich dazu entschlossen, zum ersten Mal einen seiner Filme fortzusetzen, beziehungsweise überhaupt eine Fortsetzung in Szene zu setzen. Das war das erste Mal in der Geschichte von Roland Emmerich, dass er durfte. Wieso durfte? Ja, also Independence Day? Ja, manche. Glaubst du nicht, dass die schon vor 10 Jahren hätten gesagt oder vor 15 Jahren gesagt hätten? Nee, da hat er nachts viele Flops gehabt. Was? Godzilla? Naja, ich weiß nicht, ob der da so einfach dann nochmal... Aber Godzilla war jetzt nicht unbedingt ein... Naja, also nicht so ein großer Flop, weil der hat auch nicht so viel gekostet, ne? Doch, der war doch mega teuer. Nee, Godzilla war nicht so mega teuer. Egal, red über... Ich check das. Ja, worum geht's? 20 Jahre später, die Menschheit hat die Technik der Außerirdischen adaptiert und hat sich dementsprechend ausgerichtet, hat fast alles wieder aufgebaut, was vorher mal existiert hat. Und ja, pünktlich zur Jahresfeier des Krieges von 1996 tauchen die Aliens wieder auf. Und ich muss sagen, leider etwas... 130 Millionen hat er gekostet, 1998. Naja, und was hat er eingespielt? Ja, aber das ist doch teuer. Also, Er hat eingespielt 130 Millionen. Also er hat genau das eingespielt, was er gekostet hat? Ja. Okay, ist nicht kein Vollflop, aber ist auch nicht, also ist ja auch nur USA. Ist ja auch wurscht, komm. Ich wollte nur sagen, dass er teuer war. Ja, aber er war jetzt auch nicht, ich glaube, da gab es teure zu dem Zeitpunkt schon. Das würde ich eigentlich nur sagen. Und ja, Präsident Whitmore hat irgendwie Visionen davon, dass es wieder passieren wird. Jeff Goldblum ist auch noch irgendwie der Meinung, dass es man jederzeit mit einem Angriff rechnen müsste. Und dann kommt ein 300 Kilometer großes Raumschiff, das sich einmal komplett auf Asien setzt. Ich glaube ja, auf Asien war es. Und ja, es geht eigentlich darum, den Jungs mal wieder den Gar auszumachen. Und sie wieder. Aber Asien ist weg. Asien ist weg. Okay. Asien ist raus. Aber es ist Kollateralschaden. So muss es sein. Ja, ich muss sagen, also meine reine persönliche Meinung. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen. Du liebst ihn. Ich finde ihn nicht gut. Du liebst ihn. Du liebst Roland Emmerich. Ja, Roland Emmerich... Ich meine, was hat dir am ersten Teil gefallen? Warum Will Smith. Nur Will Smith? Weil damals war ja so sein Durchbruch, kann man nur so sagen. Ne? Fand ich ihn super lustig. Fand ich gut. Und da war ich Will Smith-Fan. War ich eh schon von Fresh Prince, aber ich habe sein Potenzial endlich auf der großen Leinwand gesehen, was ich ja auch schon kannte durch Bad Boys. War es davor oder danach? Nicht sagen, dass es davor war. Ich glaube, es war danach. Ja. Ja. Egal. Aber was macht, was, also ich meine, Independence Day. Natürlich, es war hervorragend vermarktet. Es war, glaube ich, der Anfang
würde ich sagen, also Independence Day ist so einer der ersten Filme, wo ich mich erinnere, dass die richtig krass mit Teasern und Trailern einen Hype erzeugt haben. Also es gab es eigentlich in der Form noch nicht. Ich weiß noch, wie ich es erstmal irgendwie im Kino saß und dann wurde da, weiß ich was, Manhattan oder so gezeigt und dann kommt dieser Schatten. Und du weißt erstmal überhaupt nicht, was es ist. Und der Meer wurde auch nicht verraten. Und dann kamen irgendwann die Raumschiffe. Und dann kamen irgendwann die Bilder, wie irgendwie das Weiße Haus explodiert. Und das waren so, da wolltest du einfach in diesen Blockbuster rein. Das war einfach mega geil. Und der hat dann auch einfach Spaß gemacht. Ein Jahr vorher war Bad Boys. Ja. Und der hat einfach auch Spaß gemacht. Natürlich war der Strunzen dumm. Und hatte auch irgendwie, heutzutage kannst du den eigentlich nur noch als reine Comedy sehen und unfreiwillige Komik. Aber damals saß ich nicht im Kino und habe mir gedacht, was ist das für patriotische Scheiße? Sondern da war ich auch noch zu jung. Da war einfach für mich die Action im Vordergrund. Aber hast du den Patriotismus registriert damit? Nicht so wirklich. Nee? Nee. Also ich meine, ich habe mir natürlich gedacht, es ist ein bisschen unrealistisch, dass der Präsident selber mit dem Flugzeug mitkämpft. Ja. Aber ansonsten habe ich das nicht so als, nicht so mit, als also eigentlich eher unpolitisch gesehen. Also würdest du sagen, der erste Independence Day hat noch eine gewisse Leichtigkeit gehabt, mit der das alles irgendwie kombiniert hat, also mit der das irgendwie zusammen. Ich finde, er hat es ganz gut hingekriegt. Leichtigkeit, also durch Will Smith zum Beispiel und Jeff Goldblum kam immer so eine Leichtigkeit, die waren so halt Comic Relief. Aber die Bedrohung hast du trotzdem ernst genommen. Das hat er einfach echt ganz gut hingekriegt, diesen Spagat zwischen ernsthafter Bedrohung und Will Smith, der einem Alien-Ohr feigt oder in die Fresse haut. Ey, mittlerweile finde ich auf jeden Fall auch wieder filmgeschichtlich eingetragener Moment. So, ja. Weil ich finde halt, was damals, also wirklich, das habe ich damals nicht als kleiner Junge registriert, aber irgendwann später ist mir das mal bewusst geworden. Was kannst du damals für, sag ich mal, Nahkontakt oder Vollkontakt mit einem Außerirdischen. Du kanntest E.T. und der war nett. Predator. Ja, aber ja. Aber nicht so in diesem. Predator war ja, war ja wie Aliens quasi, war es ja so eine. Es war ja die Bedrohung. Also, und Arnold hat ja zu keiner Zeit irgendwie eine Schnitte gehabt gegen den Predator. Also, wenn man es mal so genau nimmt. Also der Predator ist ja, oder genau wie Alien, ist ja nach wie vor eine Bedrohung, von der man weiß, okay, ich bin nicht stärker, aber ich muss mich irgendwie dagegen zur Wehr setzen. Ja? Und dieser Schlag von Will Smith, der impliziert ja so ein bisschen, okay, wir haben die Möglichkeit. Die sind auch nur Menschen. Die sind, ja, die sind auch nur Menschen, beziehungsweise, also, die sind nicht dieses unverwundbare, dieses allmächtige Wesen, so, weißt du, also wir haben eine Chance. Und das fand ich, hat Roland Emmerich da hat einen denkwürdigen Moment gesetzt, so mit diesem Schlag halt. Und ich meine, wir schlagen ja zurück. Wir kriegen es ja hin. Ja, ja, klar. Ja. Also dementsprechend. Aber also jetzt Independence Day 2, hat sich mein Filmgeschmack natürlich auch deutlich geändert und ich bin ja eh schon so anti-Blockbuster-mäßig und ich weiß nicht, irgendwie fehlt er mir im Kanon, einfach um ihn gesehen zu haben und einordnen zu können, aber ich würde dafür jetzt nicht ins Kino gehen. Das ist mir zu anstrengend. Das ist mir zu. Nee, weil habe ich das Gefühl, weiß eh, was passiert. Also ohne auch nur irgendwas. Ja. Ich habe, weißt du, Blockbuster halt. Also ich muss halt sagen, dass der zweite Teil, ich habe mir zweimal angeguckt, beim zweiten Mal vor allem halt, weil ich wissen wollte, ob mein doch eher ernüchterter Eindruck vom ersten Mal, ob der wirklich begründet ist oder ob ich vielleicht einfach zu früh den Film gesehen habe und ich zu müde war und irgendwie vielleicht nicht gut drauf oder sonst irgendwas. Weil ich finde den ersten eigentlich schon, mittlerweile, ich gucke den echt sehr, sehr gern. Den Recut vom Andy. Ja, da bin ich ja nach wie vor drauf gespannt. Ich kenne ja nur Ausschnitte aus dem Recut und die waren schon geil. Ich hoffe, er wird es nochmal irgendwann fertig kriegen. So. Andy schneidet den ersten Independence Day komplett neu zu Hause. So ein Fanprojekt von ihm. Ich weiß gar nicht, wie weit er schon ist. 45 Minuten? Er ist ziemlich weit. Also er sagt, Hälfte oder so? Er sagte, er hat auf jeden Fall, er hat schon eine Fassung, mit der er eigentlich relativ zufrieden ist. Ja. Die man halt auch optimieren könnte, aber er hat uns auch immer mal wieder Ausschnitte gezeigt. Ja, Hans, wirklich, da gibt es Momente, zum Beispiel das Gespräch zwischen Jeff Goldblum und seiner Ex-Frau. Mhm. Ist es die Ex-Frau? Weiß ich nicht mehr. Ja, wenn sie schon in Area 51 sind und er ihr diesen Satz sagt, von wegen, also sie sagt irgendwie, ich wollte Teil von etwas Besonderem sein.
Und er sagt daraufhin, ich war Teil von etwas Besonderem, glaube ich. Die Szene hat Andy umgeschnitten und hat sie, sage ich mal, jeglichen Schmalzes und aber auch Komik irgendwie so ein bisschen beraubt. Ja, ne? Genau. Auch diese eine, wo der eine vom Alien angegriffen wird in dem Labor oder ja, was. Ja, genau. Das hat er auch. Das hat er auch so geschnitten, dass es weniger cheesy wirkt. Ja, also das ist ganz lustig. Vielleicht. Naja, wir werden es nie ausstrahlen dürfen. Nee, wir werden es leider nie ausstrahlen dürfen. Aber vielleicht liegt jemand das im Darknet. Mal gucken. Ja, und bei Teil 2, ehrlich, der hat für mich nicht die Leichtigkeit. Der hakt irgendwie krampfhaft einen Plotpoint nach dem anderen ab, so, was irgendwie passieren muss, damit diese Geschichte vorangetrieben wird. Kombiniert oder beziehungsweise beinhaltet meiner Meinung nach zu viele Figuren, die er unter einen Hut kriegen muss. Und die ja auch im Endeffekt echt nur von A nach B hetzt und die dann keine Bewandtnis haben, ja. Also der Sohn von Will Smith, also von Will Smiths Filmfigur. Independence Day 3 announced. Ja, okay. Hat's dann wohl gereicht. Naja, der Film. Nur mal gerade gucken, wie viel der zweite gekostet hat. 165 Millionen. Also auch nicht so viel mehr als. Nee. Hat aber auch 90 Millionen schon eingespielt in den USA. Also nicht so schlecht. Ja, kann man doch machen. Und jetzt kommt er halt hier weltweit. Wie gesagt, zu viele Figuren hat mir nicht, die ja nicht alle wirklich unter einen Hut bringen kann, vernünftig. Also diese ganzen jungen Leute, ja, klar, ich weiß, warum die in diesem Film sind. Ich weiß, dass die junge Generation ansprechen wollen. Für mich sind halt die Leute Jeff Goldblum, Bill Pullman und Brent Spiner drin, so, ja. Und ich finde, die haben auch, sag ich mal, bringen den nötigen Charme und Witz mit, um für mich das halbwegs irgendwie interessant oder unterhaltsam zu machen. Die neuen sind mir vollkommen egal. Hier der Bruder von Hemsworth. Micah Monroe, die ich aus It Follows eigentlich sehr schätze und bisher auch in anderen Filmen echt sehr zu schätzen gewusst habe, wird hier leider auch verschwendet. Ja, also ob die da ist oder nicht, ist mir eigentlich vollkommen latte. Der Sohn von Stephen Hiller, also von Will Smith, der ist vollkommen egal. Den hättest du auch weglassen können aus diesem Film, braucht kein Mensch. Und dann gibt es halt noch so ein paar Randklischee-Figuren, die halt auch wirklich, muss man sich nicht drüber unterhalten, also ist kein Kritikpunkt. Ne? Also das ist, Independence Day hat auch keine feine Charakterzeichnung gehabt von irgendwelchen Leuten. Aber dann, wie gesagt, dieses große Katastrophenspektakel, das gibt's gar nicht so sehr in diesem Film. Also Emmerich, muss man sagen, für seine Verhältnisse hält er sich eigentlich ein bisschen zurück. Aber macht halt auch wieder alles digital. Ja. Macht Im halt ersten hat er ja sehr viel auch mit Modellen genau, gearbeitet. Genau, das werden wir auch gleich sehen. Ich durfte ihn ja sprechen und da habe ich ihn drauf angesprochen. Und das fand ich aber halt schade, ja, weil diese ganzen CGI-Desaster, davon hast du halt schon so viel gesehen, auch von ihm selbst. Wo du halt sagst, ja gut, haut mich jetzt nicht vom Hocker. So, ja. Wir haben ein Interview mit ihm, oder ja, was? Wir haben ein Interview mit ihm. Oh. Und das Einzige, was ich wirklich in diesem Film gelungen war, fand, oder beziehungsweise was ich so, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht einfach nur das, was der erste Teil schon mal gemacht hat, in neu oder in anders variiert, ist halt das Ende, das ist der finale Endkampf. So. Den fand ich ganz cool eigentlich. Ja, muss man auch sagen, da hat er so ein bisschen vielleicht auch wieder Gutmachung leisten wollen. Das hatte mir zum Beispiel am ersten Teil überhaupt nicht gefallen. Ja? Mhm. Ja. Diese 1000 Aliens, die da so piu, 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 gut, das wird jetzt auch fliegen, so, das jetzt hat auch mir irgendwie nicht so gut aber gefallen. Da gibt es halt eine Komponente, die hat man in den Trailern schon gesehen, aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, die hat mir eigentlich ganz gut gefallen, das fand ich cool umgesetzt so. Und alles in allem, ja, just another Emmerich, Krawall-Porno. Emmerich, ja, lass doch mal das Interview ja, gucken, oder? Ja, aber was? Ich durfte einen Emmerich treffen und mal gucken, was bei rausgekommen ist. Er war sehr nett, muss ich dazu sagen, war wirklich sehr nett. Deutsche Interviews, deshalb brauche ich immer eine Zeit, bis ich reinkomme. Ich war letztens bei Hans Zimmer auf dem Konzert. Ja. Und er meinte, er hat auch so Probleme mit dem Deutsch. Oh ja, total. Weil wir reden nur Englisch. Und dann wenn, mit meiner Schwester, die auch Deutsch ist. Auch ja, Deutsch ist, klar ist die Deutsch. Und wir reden manchmal in diesem Mix auf Deutsch und Englisch. Oh, sorry. Okay. Now. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Etwas, das möglicherweise nur Sie verstehen. Oh mein Gott. Okay, das Erste, was ich gerne wissen würde, ist, ich weiß, Sie haben es bestimmt schon zigmal beantwortet, aber warum ID 2? Also was war so reizvoll ausgerechnet diesen der Film? Der erste Film war für mich ein Film, der sollte keine Fortsetzung haben. Das war ein alleinstehender Film. Und alle haben gesagt, als er natürlich erfolgreich wurde,
du musst eine Sequel machen. Warum machst du nicht ein Sequel? Und ja, das wäre die einfache Möglichkeit gewesen. Ich hätte jetzt vielleicht 5 schon gemacht. Aber ich bin ein bisschen störrisch und ein bisschen eigensinnig. Und ich habe gesagt, ich werde jetzt diesen Erfolg benutzen, um andere Filme zu machen. Und ich könnte nicht irgendwie 5, 6 Teile hintereinander drehen von irgendeinem Film. Und dann ist natürlich irgendwas Seltsames entstanden, dass ich so in den letzten 5, 6 Jahren gesehen habe, dass die Technologie sich so wahnsinnig verändert hat. Und ich habe mir gesagt, jetzt ist vielleicht Zeit, eine Fortsetzung zu drehen. Aber das ist auch dann natürlich mir klar gewesen, ja, da kommt ja dann irgendwann mal bald 20 Jahre und dann für die 20 Jahre Anniversary, da gibt es dann aber meistens nur eine 3D-Version, gibt es jetzt einen neuen Film. Und das hat dann auch irgendwie für mich Sinn gemacht, weil man hat ja fast schon so eine parallele Parallel World kreiert und das alles anders und dann macht es dann auch Sinn plötzlich. Das bringt mich zu einem meiner nächsten Punkte, der technische Fortschritt. Beim ersten Teil haben sie ja noch ziemlich viel auf handgemachte, sage ich mal, Effekte noch gesetzt mit Aquarien und der Modellkopf über und so weiter und so fort. Wie haben sie das jetzt balancieren wollen? Also war da jetzt gänzlich die Entscheidung zu sagen, okay, wir machen nur CGI oder? Nee, das ist so ein bisschen über die Jahre, da hat sich das verändert. Das ist nicht jetzt von einem Schlag auf den anderen, musste alles mit Computer machen. Das war bei Day After Tomorrow hatten wir noch Modelle, aber viel ist auch im Computer erzeugt worden. Bei 2012 war der erste Film, wo ich digital gedreht habe, aber auch alles im Computer erzeugt habe. Und da ist es dann, da ist eigentlich auch die Idee entstanden, jetzt müssten wir eigentlich mal eine Independence Day Fortsetzung drehen, weil natürlich eine Alien Invasion gibt dir sehr viel mehr Möglichkeiten als ein, sagen wir mal, ein Disaster-Film allein, weil du hast natürlich die Aliens, du hast viele andere Elemente und da geht es halt nicht nur um eine Zerstörung, da gibt es auch um Luftkämpfe und alle möglichen Sachen. Und das ist halt so zu nehmen, das ist so, da muss man dafür talentiert sein, weil man muss manchmal 5, 6 Stunden am Tag und das über Wochen und Monate in einem dunklen Raum sitzen und Shots kritisieren, weil das ist alles, geht in Stufen, ich meine, da gibt es manchmal 50, 60, 70 Versionen von diesen Schüssen, bis das mal hinhaut. Oh Mann, ich habe so viel Fragen. Was würden Sie persönlich als Ihren Lieblingsfilm, Ihren eigenen Lieblingsfilm bezeichnen? Close Encounter of the Third Kind. Das ist mein Lieblingsfilm. Und was war der erste Film, den Sie im Kino gesehen haben? Winnetou. Nee, nicht Winnetou, Schatz am Silbersee. Schatz im Silbersee. Und unter Ihren eigenen Filmen, die Sie selbst gedreht haben, was ist da Ihr? Anonymous. Nochmals? Ja. Und was bevorzugen Sie eher, so mal wieder so etwas Kleines, Intimes zu machen oder was ist das nächste Ziel? Ich hoffe, dass ich einfach interessante Filme machen kann. Ich glaube, dass in der nächsten Zeit, ich würde gerne jetzt einen Originalfilm wieder machen. Und dann hoffe ich, dass Independence Day erfolgreich ist, weil ich habe mir mehr oder weniger einen Wunsch erfüllt. Ich bin so ein bisschen wie Brent Spiner. 2 words, interstellar travel. Ich würde so gerne einen Film machen, einen großen Film machen, wo man so in Weltall rausgeht, wo man so als normale Menschen plötzlich vom einen Tag auf den anderen plötzlich durch ein Wormhole geht. Das ist ja super exciting, oder? Und wenn dann plötzlich so jemand das ermöglicht, ist das ja klasse. Und dann on top of it natürlich, es wird interessant werden, wie sieht dieser Planet aus, wo diese ganzen Refugees sind. Und Refugees ist ja auch ein bisschen so ein Thema, was wir auch in unserer Welt haben. Und ich werde da schon irgendwie ein paar Dinge erzählen können. Und auch zerstören? Ja, muss immer mit zerstören. Aber wenn man sich, Independence Day genau anguckt, ist es weniger Zerstörung als im ersten. Man muss so, ja, es ist weniger, es ist vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, größer aus, aber wenn man sich das genau überlegt, ist es weniger, wird weniger zerstört.
Ja, das war Herr Emmerich. Nur zur Information, ich gucke manchmal nach links, beziehungsweise wir haben da so ein paar Sachen, ich sage da so ein paar Sätze, da sitzt halt immer jemand mit einer Stoppuhr und der zeigt mir dann halt an, 2 Minuten, 3 Minuten und was weiß ich. Und dieser Anfangsdialog, von wegen, dass er sich ins Deutsche wieder reinfinden muss, das haben die schon mit aufgenommen, weil mir keiner gesagt hat, dass die Kamera läuft. Normalerweise sagen die halt eigentlich immer, okay, wir rollen so oder wir laufen, keine Ahnung. Und ich habe mich halt eben unterhalten und dann ging das schon von meiner Zeit ab. Deswegen war ich dann irgendwie ein bisschen im Zeitdruck danach. Aber interessant, also er findet, sein bester Film ist Anonymous. Anonymous, ja. Hast du ihn gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ist über hier Shakespeare. Genau. Der wird von der Kritik eigentlich ziemlich viel gebasht oder beziehungsweise immer wieder in Grund und Boden geredet, weil er halt historisch so absolut null akkurat sein soll und das auch wirklich auf konfusen Theorien und Informationen wohl beruhen muss. Aber ich muss sagen, ich fand Anonymous, so als Film gesehen, für das Thema, was der hat, fand ich ihn doch echt unterhaltsam. Ja? Also er hat es geschafft, so ein bisschen seine Emmerich-Blockbuster-Note in so einen historischen Stoff da reinzuquetschen. Das muss nicht jedem gefallen oder ich verstehe, wenn das einem nicht gefällt, aber ich fand das damals eigentlich, habe ich das gern verfolgt. Also ich habe mir den gern angeguckt. Ich fand es überraschend, weil das waren so, klar, vielleicht stimmt das alles, ist es alles Hanebüchen der Quatsch, den er erzählt über die Hintergrundgeschichte von Shakespeare, ja, dass der halt, also da wird halt beschrieben, dass er ja eigentlich gar nicht derjenige war, der. Sondern Vampirjäger war. genau so. Zombies hat er geschlachtet. Nein, aber da geht es halt darum, dass die Werke, die man also hierzulande und, oder weltweit von Shakespeare kennt, eigentlich nicht von diesem Mann namens William Shakespeare waren, sondern von jemand anderem, der die geschrieben hat, aber halt Shakespeare dann. Earl of Oxford oder? Earl of sonst irgendwas, ja, ja genau. Was ich halt interessant war, ich fand ihn sehr sympathisch in dem Interview. Aber ich muss sagen, so inhaltlich, ist es also zum Beispiel, dass er am Ende irgendwie davon schwärmt, dass er gerne mal einen Space-Film mit Interstellaren Reisen. Ja, da denke ich mir so, hallo, also ich meine, willst du dich ernsthaft mit Interstellar anlegen? Nee, ich glaube, das war gar nicht so seine Absicht, obwohl er hat. Es gab so ein paar, ich habe von Kollegen hier, von Steven und von Stefan, die, mit denen ich zusammen Fred Carbet mache, wir haben letztens irgendwie geschwatzt miteinander und da haben die mir erzählt von einem Interview, was Emmerich wohl in irgendeiner Branchenzeitschrift, also in irgendeinem Fachmagazin gegeben hat, hier Financial Times oder irgendwie sowas. Und muss da wohl zum einen über Regiekollegen, über deutsche Regiekollegen so ein bisschen doch deutlich negativ gelästert haben so. Und dann auch gleichzeitig noch so ein paar andere Branchenentwicklungen, aber wirklich arg oder scharf kritisiert haben oder bissig kritisiert haben. So. Und das war ein englisches Interview? Nee, es war ein deutsches, glaube ich. Das würde ich gerne mal, also wenn ihr das da draußen findet oder so, schickt uns gerne mal den Link. Ja, ich glaube, da ging es um Volker Schlöndorff oder um Wolfgang Petersen. Einen von den beiden. Also da hat er irgendwie so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen abfällig, aber es war doch schon unerwartet scharf, was er da gesagt hat. So. Okay. Und dann halt auch irgendwie so über ein paar andere Situationen in der Branche momentan hat er da auch ein paar echt härtere Worte verloren. Ich muss echt sagen, also es tut mir leid, ich halte Roland Emmerich wirklich für keinen guten Regisseur. Ich finde, er ist echt, er ist so der deutsche Michael Bay halt. Ja, ich meine, früher hat man ja immer gern gesagt, der Spielbergle. Ja, aber das ist er halt nicht. Nee, das ist er jetzt inzwischen nicht mehr. Also er hat halt auch kein Werk von Bedeutung gemacht oder ein prägendes, wenn am ehesten sogar noch Independence Day, aber auch da, also mit dem Vergleich mit Spielberg, über den ich ja auch seit Jahren nichts Gutes mehr zu sagen habe, aber der hat eine Ära geprägt oder mehrere und da ist, also das kommt, nee, den Vergleich lasse ich nicht zu. Ja gut, der größere Wettstreit, der war ja dann letztendlich dann auch mit Bay, ne? Also so die ganze Armageddon-Phase. Von wem war denn Deep Impact nochmal? Nee, der Deep Impact war ja fernab davon. Aber Armageddon hat sich ja mit Godzilla damals im Kino gebettelt, ne? Also da gab es ja auch diese Kampagnen von wegen Size Does Matter und Size Doesn't Matter, irgendwie sowas. Da gab es ja auch so wirklich so kleine Dissereien, die man sich untereinander irgendwie entgegengefrotzelt hat, möchte ich jetzt mal sagen. Ja. Ja, also Independence Day 2, wenn man da wirklich sich drauf einstellt, dass das nicht unbedingt, also so gar nicht das Rad neu erfindet in Sachen Invasionsfilm oder halt auch in Sachen Independence Day und halt auch so ein bisschen eigentlich nur seichtes Popcorn-Kino genießen will, ey. Ich finde es ein bisschen schade, dass Will Smith nicht an Bord ist. Das wäre sowas, wo ich sagen würde, dadurch würde
die Fortsetzung auf eine andere Qualitätsstufe gehoben. Weil es ist immer so, wenn es ein Sequel gibt und der Main Character aus dem Vorgänger nicht mehr mitspielt, dann hat es immer so den Faden, weiß ich nicht, muss nicht eine Regel sein, aber es hat immer so den Fadenbeigeschmack, dass irgendwas nicht qualitativ nicht mehr ganz so in Ordnung ist. Ja, ja. Und damit bringst du mich auf einen schönen Punkt. Das wollte ich eigentlich im nächsten Teil schon machen, aber ich finde, das können wir jetzt direkt im Anschluss machen. Ich habe mir nämlich mal so ein bisschen die Mühe gemacht, oder ich habe mal ein bisschen, aufgrund von Independence Day 2, habe ich mal so ein bisschen rumgesucht und geguckt im Netz, was denn so die schlimmsten Fortsetzungen oder so zum Thema Fortsetzung, direkte Sequels, was da so gesagt wurde oder wie das Internet irgendwie der Meinung ist, was es für schlechte Fortsetzungen gibt. Unsere Kollegen von Gamona zum Beispiel, die haben eine Top 10 gemacht. Da können wir mal aufzählen, angefangen mit Der Weiße Hai 4. Ach so, das ist gut. Ich dachte jetzt nur Teil 2. Ja, nee, also da gibt's auch eine. Da gibt's auch eine, aber selbst da gibt's noch irgendwie eine Einschränkung, aber da kommen wir gleich zu. Gamona hat Der Weiße Hai 4 auf Platz 10, sage ich jetzt mal. Ich mochte den Weißen Hai 4, auch wenn er echt teilweise sehr langweilig war. Habe ich ihn gern geguckt. Naja, gut. Hangover 2 mit dem Kritikpunkt, dass es eigentlich der gleiche Film ist wie Teil 1, nur halt in einem anderen Land. Mhm. Ja. Dirty Dancing 2, Havana Nights. Muss ich zugeben, habe ich nie gesehen. Ich habe den irgendwann mal im Fernsehen, glaube ich, gesehen. Ja. Aber keine Erinnerung mehr. Blues Brothers 2000. Habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Habe ich auch mal nur ausschnittsweise gesehen, habe gedacht, nee, komm, das Erbe muss nicht noch weiter beschmutzt werden. Ist der mit Der Dan ist Aykroyd? Mit Dan Aykroyd und John Goodman. Also sie bringen die Band halt wieder zusammen. Diesmal mit einem Kind noch dabei und ach, egal. Ja, Superman 4. Ich weiß das, wer ist der Bösewicht? Ja, dieser Radioactive Man. Ach ja, okay. Ja, also der von Canon produzierte. Mhm. Also auch ein, ja gut, der war halt einfach schlecht. Aber den kann man sich schon mal angucken. Ja, den kann man sich schon mal, aber aus anderen Gründen als zu sagen, ey geil, ich hab Bock auf Superman. Mhm. Ja, ich hab, also wenn man Bock hat, sich anzuschauen, wie eine Franchise komplett nicht gegen die Wand, sondern mitten durchgefahren wird, dann sollte man sich Superman 4 angucken. Alien vs. Predator 2. Ich versuche jetzt mal, euch, das ist vielleicht nicht so, ist nicht die populärste Meinung, aber ich fand den ja teilweise oder vereinzelt besser als den ersten. Keine Erinnerung mehr. Nee. Jetzt aber Platz 4, Clerks 2. Also finde ich ein bisschen hart, der ist sicherlich nicht so gut wie der Vorgänger. Aber ich fand den auch witzig. Aber der ist auch nicht komplett scheiße. Also ich muss wirklich jedes Mal wieder Tränen lachen, wenn Das ist nicht der Esel. Nee, nicht der Esel. Aber wenn Bob mit dem Ghetto Blaster ankommt und dann Goodbye Horses anmacht und sich Jay irgendwann, ja, wo er dann anfängt, sich die Lippen zu machen, ich würde mich ficken. Und dann später, wenn so irgendwann einfach aus dem Laden kommt, steht er so da, den Schwanz zwischen die Beine geklemmt und macht dann einen auf Buffalo Bill. Finde ich irgendwie großartig. Ja, jetzt wird's hart. Platz 2, Blair Witch Project 2. Nee, der ist gar nicht so schlecht. Blair Witch Project 2. Habe ich damals im Kino gesehen, den fand ich extrem gruselig. Was? Echt? Ich fand den furchtbar. Ich muss den nochmal gucken. Ich habe den seitdem nicht mehr geguckt, aber ich weiß, dass ich den nicht schlecht fand. Haben wir dazu einen Trailer? Ich war ein bisschen enttäuscht, dass der nicht so ist wie der erste. Aber der hat einen ganz eigenen, der hat so eine ganz eigene Stimmung. Liebe Regie, haben wir dazu einen Trailer bitte? Oder irgendein Bild oder ich so. Fand den nicht so schlecht. Ich fand den so furchtbar. Diese Grufti-Olle, die hat mich so aufgeregt. Es war einfach nur ein Scheißfilm. Na, also ich muss den nochmal gucken. Ich habe auch und kaum, vor allem, ich wirklich, weiß, dass ich den als nicht so schlecht abgespeichert habe. Dass man dann hingeht und aus einem Film, also aus einer Idee, die damals ja echt noch sensationell war, ja, oder halt wirklich gut rübergebracht worden ist, mit dieser ganzen viralen Marketingkampagne noch im Umfeld, so, ja, dass man dann hingeht und einfach so einen stinknormalen 0815 Gruselfilm mit Teenies in der Waldhütte irgendwie macht, der noch nicht mal ansatzweise irgendwie an Tanz der Teufel rankommt. Nee, echt nicht. Den fand ich hab gekotzt, als ich das gesehen habe. Ich fand den ersten so genial und fand ihn so gut. Ich habe mich so gegruselt im Kino. Ich hab Schiss gehabt im Kino. Ich liebe Blair Witch 1, ja. Und dann kommt Teil 2 mit dieser Klischee, grufti Gothic-Frau. Nein, furchtbar. Na ja, gut. Haben wir denn einen Trailer dazu? Haben wir einen Trailer dazu, liebe Regie? Gebt uns mal eine Antwort. Ah, okay. Dann können wir mit dem zweiten Platz weitermachen. Ich dachte, das war der zweite. Nee, das ist der dritte. Der Exorzist 2.
Ja. Der ist auch scheiße. Der ist sehr konfus, ja. Der dritte ist geil. Der dritte, ja. Ja. Der dritte ist geil, der ist ja auch vom gleichen Regisseur und Autor wie der erste. Ja, von Friedkin. Ja. Aber der zweite ist nicht gut. Nee. Oh, das ist doch im zweiten, wo sie dann in Afrika da in dieser Felsspalte hängen, ja, mit dem Erdbeben und so, und dann kommen die Heuschrecken und was weiß ich. Und du denkst dir so die ganze Zeit, was gucken wir hier gerade für einen Film? So, aber ne? Der dritte hat einen der besten Jumpscares. Auch der, da habe ich auch neulich die, weiß ich, ob ich es gesehen habe, habe ich ja getwittert, die 40 besten Jumpscares. Ja, habe ich gesehen. Direkt der erste in diesem Video, wo sie die Krankenhaustür abschließt und geht und dann kommt der Typ mit der Gartenschere raus. Ja. Mega krass. Guck mal hier, da haben wir jetzt Blair Witch Project 2. Wir haben keinen Ton. Oh, ich hasse sie. Ich hasse sie jetzt schon. Wir haben keinen Ton, wir brauchen Ton. Ton wäre asynchron. Na gut, dann lassen wir das lieber. Dann. Oh, ey. Sieht aus wie Elvira. Diese Fresse, ich hab sie gehasst. Der ist halt auch ganz schön 90s-mäßig. Ja, ne? Richtig 90s, als hätten sie Beverly Hills 90210 irgendwie im Wald gedreht. Oh, ich muss den nochmal gucken. Nein, der war nicht gut. Doch, wir bei gucken dieser. Den mal doch mal zusammen. Ja, okay. Aber mit dem, jeder hat das Recht, mal ein paar Minuten vorzuspulen. Nee, wir müssen den schon mal, vergessen Sie, ach, die Schriftart ist ja schon scheiße. Und dann mit diesem Wabern. Wir haben einen unheimlichen Film und deswegen ist unsere Schrift verschwommen. Den müssen wir gucken. Ja, okay. Den gucken. Was ist denn auf Platz 1 gewesen? Auf Platz 1? Was schätze? Gib mal einen Tipp. Er ist auch wirklich, wird oft verrissen. Schlechteste Fortsetzung. Ey, es gibt so viele. Was könnte so viel sein? Nicht Indiana Jones. Nein. Ich gebe dir einen kleinen Hinweis. Der Bus, der nicht langsamer fahren durfte. Ach, Speed 2. Speed 2. Cruise Control ist auf Platz 1 laut Gamona. Jetzt können wir mal schneller machen. Hier, Rolling Stone Magazine hat eine Umfrage gemacht und hat die Leser abstimmen lassen. Die haben dann 20 Plätze. Speed 2 ist auf Platz 20. Weekend at Bernie's 2, muss ich jetzt mal ehrlich zugeben, habe ich nie gewusst, dass es eine Fortsetzung davon gibt. Also ich meine, Weekend at Bernie's war geil. Ist es der mit Bill Murray? Nee, ist nicht der Bill Murray. Ja. Ich weiß jetzt auch keinen Darsteller. Was hast du geguckt? Ja, okay. Dann auf Platz 3, Terminator 3. Platz 2, Weiße Hai 2. Das ist jetzt umgekehrt. Entschuldigung. Das ist die umgekehrte Reihenfolge. Also 20, 18, 19, egal. Hangover 3 kommt als nächstes. Dann wieder Blues Brothers 2, 2000. Batman und Robin. Der Exorzist 2, der Ketzer. The Matrix Revolutions. Das ist der dritte. Spider-Man 3. Ja. Ja, und jetzt wird es, glaube ich, interessant. Der ist auch richtig scheiße. Der ist richtig scheiße, den mag ich auch nicht. Also wirklich den Film, da habe ich mich im Kino so aufgeregt. Jetzt kommt's. Jetzt wird's legendär. Highlander 2. Ja, der ist. Highlander 2 ist schon sehr, sehr schlecht. Ja. Der und ist schon ein bisschen doof. Ja. So, der hat überhaupt nichts mehr vom ersten. Nee, überhaupt also gar nichts. Vor allem dann mit diesen Außerirdischen. Ja, und dieser künstlichen Atmosphäre und allem. Und völliger Quatsch. Und auch noch. Man hat wirklich das Gefühl, der spielt in einem komplett anderen Universum. Ja. Und dann auch noch dieses geile, dieses Endbild, wo dann Christopher Lambert in den Himmel aufsteigt und sie zu sich holt. Das ist halt einfach. Aber der erste ist geil. Der erste ist geil, ja. Der fehlt mir noch in meiner DVD-Sammlung, fällt mir gerade mal ein. Echt? Heile, ne? Ja. Ja, nee. Here we are. Ja, großartiger Soundtrack, großartige Actionsequenzen. Allein Szene in der Kirche ist die allergeilste, Alter, das ist Filmgeschichte. Wie heißt denn der Böse nochmal? Krogan. Ja, wer sich mit Krogan in der Kirche trifft. Ja. Das ist so ein Moment, der ist geil einfach nur. Ja. Heiliger Boden, Highlander. Mhm. Ja. Dann, wo waren wir? Highlander 2, ja, ganz furchtbarer Film. Aber irgendwo halt auch wieder so trashig, dass man den fast schon genießen kann. The Boondock Saints 2 kommt danach. Nicht gesehen. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Fand den ersten schon nicht so geil. Anchorman 2. Och, come on. Ja gut, also kommt natürlich nicht an den ersten ran. Ja, aber ich fand den auch nicht so schlimm. Den kann man schon mal machen. Ich fand den auch nicht so schlimm. Also ich fand jetzt Steve Carell und die Leuchtturm-Episode fand ich nicht so geil. Ja.
Anchorman 2. Das war Will Ferrell mit der Leuchtturm, mit dem Leuchtturm, ja, der sich zurückzieht. Aber ich fand halt allein Steve Carell im gesamten Film nicht so geil. Und aber die Leuchtturmsequenz, die hättest du von mir aus auch rausnehmen können. Ja. Dann Matrix Reloaded. Ja. Finde ich erstaunlich, dass der dritte noch vor dem zweiten landet. Also die Leute finden den zweiten wohl beschissener als den ersten, als den dritten. Was ich nicht verstehen kann. Ich finde den zweiten eigentlich dann doch noch ein bisschen besser als den dritten. Dann kommt wieder Hangover 2 diesmal. Dann kommt Grease 2. Dann kommt, für mich vollkommen verständlich, Indiana Jones 4. Ja. Dann kommt Godfather Part 3. Nee. Der ist nicht so schlecht. Viele Leute sehen diesen Film als absolut unnütz an, ne? Das ist Quatsch. Sollen sie sich nochmal angucken. Ich finde den auch nicht so schlecht. Das Problem ist einfach, dass die Erwartungshaltung natürlich enorm hoch ist. Ja. Und dass halt Al Pacino eine untergeordnete Rolle spielt im dritten Teil. Und aber der ist nicht so schlecht, vor allen Dingen auch im Gesamtkontext. Und das Ende und alles ist alles schon, der ist nicht so schlecht. Ich muss der hat sagen, leider, rein optisch passt er nicht so in den Kanon rein, weil er viel zu alt ist. Weil er zu alt ist, in den 90ern, glaube ich, gedreht wurde. Ist er aus den 90ern? Ja, oder, schon, ja. Oder sogar Ende 80er. Und dadurch nicht diesen 70s-Style hat. Und das wirkt teilweise einfach ein bisschen komisch. Es wirkt nicht so urig und ja, was halt auch Godfather ausgezeichnet hat. Aber der dritte ist nicht, der ist nicht scheiße. Der ist nicht scheiße. Der ist nicht Weltklasse wie die ersten beiden. Aber der ist nicht scheiße. Aber ich liebe Godfather. Fuck, ich liebe diesen Film so sehr. Ich habe den auch schon so oft gesehen. Ja. Ich finde halt, das Problem war halt, zum einen, Coppola hatte vor Godfather 3 leider ein paar Flops abgeliefert. Also ein paar richtig große Flops. Und deswegen war der auch wahrscheinlich dann in der Gunst der ganzen Leute und Kritiker und auch nicht so hoch. Auch in der Zuschauergunst. Und dann hat er einen Fehler meiner Ansicht nach gemacht. Er hat halt seine Tochter für eine Rolle besetzt, für die eigentlich Winona Ryder irgendwie gedacht war und die aber kurz vor Dreharbeit oder Drehstart irgendwie ausgestiegen ist. Und ja, ey, Sofia Coppola. Cousine von Andy Garcia. Sofia Coppola, sie kann Regie führen, aber schauspielerisch war es damals einfach ein bisschen zu viel für sie, was sie da stemmen sollte. Mhm. Was ein bisschen schade ist. Aber ich mag den dritten Teil auch deshalb, weil er so die Nachwehen von, jetzt wollte ich schon sagen, Tony Montana. Vito Corleones Leben einfach ja. So die Konsequenzen. Ja, also man merkt, warum er irgendwann da war, wo er ist, anhand von seinem Sohn. Ja. Ist Vito Al Pacino oder? Vito ist der Marlon Brando. Also ja, wie heißt er nochmal? Michael. Michael Corleone, natürlich. Frag mich nie wieder nach meinem Geschäft. Ja. So, dann auf Platz 2, Caddyshack 2. Ja, gut. Hat eigentlich auch keiner gebraucht. Und naja, habe ich keine Meinung zu. Jetzt gib mal ab, was ist eigentlich komisch, dass der auf Platz 1 gelandet ist, weil es so gesehen eigentlich kein Sequel ist. Moment. Aber es ist nur ein zweiter Teil. Nee. Es war so gesehen eine Fortsetzung, es kam danach, aber es ist eigentlich kein Sequel. Also spielt nicht danach. Phantom Menace. Boing. Mich finden das richtig. Phantom Menace, Star Wars Episode 1 ist auf Platz 1 laut Rolling Stones. Kurios, ne? Das ist eigentlich der zweite noch schlechter. Eigentlich schon, ne? Eigentlich schon. Der zweite hat ja gar nichts geil. Aber kann man das sagen? Hat der zweite irgendeine geile Szene? Ja, er hat eine geile Szene, nämlich die hinter dir ist. Die am Ende, ja. Das stimmt. Das letzte Bild. Und es gibt auch eine Schlachtszene. Wenn die Klontrooper zum ersten Mal über den hier Geonosis rennen und die da so in der Wüste so ein bisschen kämpfen. Da gibt es so ein paar coole Momente, wo dann auch dieses Kugelraumschiff runterkracht und so ein Fett explodiert. Ja, aber er hat auch Natalie Portman und Hayden Christensen auf so einem Vieh durchs Blumenfeld reiten. Ich will gar nichts schönreden. Also ich bin da vollkommen bei dir. Ich sag nur, es gibt den einen oder anderen coolen Moment in diesem Film. So, übrigens, und dann Star Wars 8, it's a rap, ne? It's a rap, ja. Ja. So, dann gibt's noch kurz eine, bevor wir in die Werbung gehen, noch eine Top-10-Liste, die ich gesehen habe. Ein Magazin namens The Street hat gesagt, okay, wir gehen jetzt nur wirklich nach den direkten Fortsetzungen. Ja? Also nur Filme, die direkt auf den Original-Skule gefolgt sind. Platz 10, Speed 2. Platz 9, Blues Brothers 2. Dann kommt Caddyshack 2. Dann kommt Son of the Mask. Die Fortsetzung von Die Maske. Habe ich nie gesehen, muss ich auch sagen. Dann kommt, jetzt pass auf, Ocean's 12. Finde ich jetzt nicht schlimm. Fluch der Karibik 2,
Transformers Revenge of the Fallen. Matrix Reloaded. Ja, und dann kommt jetzt wieder so zwei Entscheidungen. Da sagen sie selbst, okay, wir wissen es, wir haben jetzt hier nicht alles korrekt gemacht. Dann kommt nochmal Batman und Robin auf Platz 2. Und auf Platz 1 auch Star Wars The Phantom Menace. Und mit diesen Worten geben wir euch jetzt was zu denken. Überlegt mal, welche Fortsetzung ihr richtig scheiße fandet. Und wir sehen uns gleich nach der Werbung wieder.